So Leute, Dark and Light, es geht weiter. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und habe festgestellt, denn ganz so schnell erfriere ich also doch nicht. Habe noch ein paar Sachen gesammelt. Bin hier schon einmal in dem Select a Lord. Ne, was auch immer das ist, das machen wir noch nicht. In dem Dorf hier einmal rumgelaufen. Hier gibt es einige Händler, aber da kann ich noch nichts kaufen, verkaufen. Wir gehen jetzt mal darüber. Da gibt es auch noch ein Feuer. Ich habe festgestellt, ganz so schnell erfriere ich nicht. Jetzt ist mein Spell hier gleich weg. Aber hier ist es wieder warm. Guard. Genau, und jetzt gucken wir mal. Erstmal hier. Schum. Schum. Machen wir uns ein bisschen Licht. Naja, ganz so dunkel war es jetzt nicht. Und dann gucken wir mal. Kann ich jetzt hier... Ja. Ich habe auch schon ein bisschen Holz so bekommen beim ganz normalen Sammeln ohne die Axt. Mal gucken, ob das hier jetzt besser geht. Wahrscheinlich ist meine Axt kaputt, bevor ich hier irgendwelches Holz raus habe, oder? Gefühlt. Mal gucken. Gibt es hier sowas wie Durability? Damage, Durability 12. Nennen das hier unten der blaue Balken hier, das ist... Okay, dann kann ich da noch ein bisschen raufhauen. Aber bis jetzt rausbekommen habe ich noch nichts, oder? Und Äpfel habe ich auch noch keine. Naja gut, der Baum sollte auch keine Äpfel geben. Okay, gut, gibt es irgendwo anders einen Baum? Den wir vielleicht... Äpfel gibt. Da sind irgendwelche... Da unten sind irgendwelche Viecher. Was ist das? Was ist das? Ein Bramblehopper. Kann ich hier auch schon raufhauen? Ah, jetzt habe ich mal ein bisschen Holz bekommen. Und ein Apfel. Ich habe einen Apfel bekommen. Einen von fünf. Juhu. Und noch mehr Holz. Holz haben wir jetzt genug. Aber wir brauchen noch Äpfel. Kann ich vielleicht ohne? Na, das macht vielleicht keinen Sinn. Aha. Dump. Okay. Gucken wir mal einen anderen Baum, ob es hier Äpfel gibt. Holz. Mit einem Apfel. Oh, hier gibt es aber viel Holz. Primitiver Stuff ist unlocked. Jump. Aber kein Apfel. Gib mir einen Apfel. Ich will doch nur einen Apfel haben. Ja. Noch einen bitte. Oh, wieso habe ich jetzt 3 Äpfel? Oh, ich muss mal dringend hier das zu mir nehmen. Aufpassen, dass ich nicht zu viel mit mir rumschleppe. Die war doch irgendwo... komme ich da runter zum Wasser? Nicht wirklich. Ah, ich habe genug. Ah ja, das meinen die da, den Mond. So, jetzt wird es langsam morgen auch, so wie es aussieht. Und wir können jetzt den Stuff, Primitive Stuff herstellen. So. Und den ziehen wir dahin. Und jetzt? Wait, halt.
Skeleton? Vor allem das Skeleton war Level 12. Ich glaube, das halte ich für keine gute Idee. So, ich muss erstmal reingucken. Task, was sollte ich jetzt machen? Der Wächter wehrt sich nicht mal. Ich weiß aber noch nicht, was ich tatsächlich machen muss. Also, das haben wir alle completed. Craft a Staff of Training. Habe ich doch schon gemacht. Ach so, den muss ich herstellen. Den wahrscheinlich darauf ziehen. Nee. Den zusammen machen. Hä? Hey. Combine. Die beide. Hä? Hey. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also. Completed. Nochmal. And use the staff of training to equip it. Also. Ach, habe ich es jetzt schon kombiniert? Doch mal? Hat das so lange gedauert? So. Auf jeden Fall brauche ich Wasser. Kriege ich hier Wasser raus? Sehe ich hier keine Reaktion. Ich brauche aber dringend mal was zu trinken. Warte mal, gibt es hier einen Brunnen? Kann ich hier was trinken? Hey, was soll das? Ich muss was trinken und ich habe keine Ahnung, wo ich Wasser herkriege. Und das sieht nicht nett aus da hinten. Da gehen wir mal lieber. Wenn ich von denen hier ein paar use, kriege ich dann zumindest vielleicht ein bisschen Wasser. Okay, jetzt bin ich gerade schön gesprungen. Harvest Stones, Harvest Magic Shards. Okay, wo um alles in der Welt kriege ich Wasser her? Hier irgendwas?
How do I drink something? Wir werden wahrscheinlich gleich sterben, weil wir kein Wasser haben. Weil wir nichts zu trinken haben. Warte mal, hier hinten war doch... Hinten war doch Wasser. Kann ich da reingehen? Yep. Okay, ich kann zumindest einfach ins Wasser gehen und dann trinken. Das ist vielleicht nicht das Beste, aber zumindest ging's. Aber irgendwie... Okay. Also das E gibt's nicht so sehr. Okay. Ja, gut. Wie auch immer. Also. Ins Wasser gehen. Das ist natürlich schwierig, wenn das Wasser da so weit unten ist. Dann macht das natürlich keinen Spaß. So. Harvest Magic Shards. Wo habe ich denn die herbekommen? Und Stones habe ich auch schon ein paar. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Ah. Beim Apfel kriege ich also... Ist es besser? Kriege ich mehr? Also da in die Wälder sollte man, glaube ich, nicht rein. Ich glaube, das ist nicht so lustig. So. Das sind Magic Shards. Aha, die kriegt man also so. Beziehungsweise kann ich das auch so machen? Also, ich will jetzt E drücken, wie aus Ark gewohnt, aber das geht ja nicht. So. Nee, kann ich hier mit denen raufhauen? Auch nicht. Essen mal einen Apfel. So, use. Dann gucken wir mal, was mit passiert. Aber hier gibt es auch gerade keine. Also, keine wirklich Steine. Die sind da drüben, aber da komme ich nicht hin. Spoiled. Use. Also erstmal ist mein Gewicht relativ hoch und dann, vielleicht muss ich mal gucken, ob ich tatsächlich mal was verkaufen gehen kann in der Stadt. Und dann ist mein Hunger doch eher auch hoch. So, okay. Wir gehen mal gucken, dass wir ein paar Sachen... verkaufen. Gucken, ob wir irgendwo was verkaufen können. Schon genug von irgendwas haben, dass unser Inventar ja, besser wird. Unser Inventar nicht mehr ganz so voll ist. Und dann... Das war gerade Rennen in Zeitlupe. Mal gucken, war das hier? Trade Menü? Achso. So große Mengen verkaufen. 78 von 100. 1 von 100. Okay, ich brauche also noch deutlich mehr.
um die zu verkaufen. Und das ist natürlich schwierig, weil also Gewicht erhöhen beim nächsten Mal. Falls wir mal wieder ein Level... Ah, doch, Level Up Available. Ha, da steht's ja. Gewicht erhöhen, so. Schupp, ganz klar. Sonst sind wir viel zu schnell hier außer Atem. Was immer da kommt, ist nichts, mit dem wir uns anlegen wollen, oder? Ja, der macht richtig Schaden. Aber ich mache auch ein bisschen Schaden. Wahrscheinlich nichts im Vergleich zu dem, was du machst. Hier gibt es doch so einen Guard. Könnte der vielleicht mal was machen? Level up available. Health. So. Ist er jetzt da runtergefallen? Ist er weg? Ist er da runtergefallen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jedenfalls schon wieder tierischen Hunger. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ziemlich... ziemlich überlastet bin hier mit ziemlich viel mit mir rumschleppe. Aber ich habe noch nicht genug, um irgendwas zu verkaufen. So. Was wiegt denn hier so viel? Rocks. Split. So, und jetzt sagen wir hier. Drop. So. Weg. Use the flowers to clear your mind. Drei Blumen soll ich essen. Zwei, drei. Machen wir. Reach new player level. Okay. Was sind diese Magic Shards? Okay, also das ist hier noch ein bisschen langsam. Also es geht nicht so richtig schnell voran irgendwie. Von den Bären braucht man ziemlich viele, damit das überhaupt eine ernsthafte Sache ernsthaft funktioniert. Das Lustige ist, dass das Gras spoilt. Das finde ich echt lustig.
Und manchmal hört man Geräusche und macht gar nichts. Also ich glaube 100, wenn ich 100 Holz habe, kann ich die verkaufen. Hier stehen nur keine Bäume mehr. Nix, alles leer gefegt. Na, wir essen hier mal noch mehr. Da war nur noch eins. Hallo? Also irgendwie sind Geräusche, die sehr weit weg sind, manchmal doch sehr nah dran. Manche Sachen scheinen sehr, sehr schnell zu spoilen. Das ist schon erstaunlich, dass die teilweise also 0, nichts weg sind. Was so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ein Apfel. Ich habe einen Apfel bekommen. Und ich habe ein Seil aus dem Baum bekommen, ja? So, Spoils in 10 Minuten. Spoils in... Fisch. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich bin gerade vom Server geflogen. Es ist halt Early Access. Von daher, mal gucken. Mal gucken. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und werde dann irgendwann mal sehen, wie es weitergeht. Mit euch natürlich. Bis dann.